Diesmal habe ich, nachdem mal wieder eins von meinen Ladegeräten den Geist aufgegeben hat, weil ich so eine China-Dinger hatte, was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist, habe ich mir ein Absa Evo 4.0 Plus geholt. Vollautomatisches Batterieladegerät für alle Betriebsarten mit 6 oder 12 Volt geeignet, für Batterien bis 140 Amperestunden. Da wollte ich das einfach mal auspacken, damit ich das mal angucken kann. Absa, hier steht drauf, über 40 Jahre deutscher Technologie, habe ich noch nie gehört. Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht bewandert genug auf dem Gebiet. Sagt mir jetzt einfach gar nichts. Hier hätten wir, okay, Batterie klemmen, damit wir direkt an die Batterie rangehen können. Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt, was das soll. Dann haben wir hier. Flori ist total verwirrt gerade. So, egal. Hier haben wir das Ladegerät. Was ist dies? Ah, okay. Jetzt steige ich hier immer noch nicht so wirklich durch, aber das werden wir ja schon. Ach, da sind nur Schutzkappen drauf. Okay. Okay. Ich habe keinen Anschluss gefunden, aber dann hätten wir hier einfach mal die Klemmen, direkt auf die Batterie raufzugehen oder im Motorraum, zack, einfach fertig, connected. Oder wir haben mal die Klemmen hier, das war wofür ist denn das zum Beispiel? Ich glaube Motorräder und Motorroller und sowas, da kann man das benutzen, aber das brauche ich eigentlich nicht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, habe ich, ich werde jetzt einfach mal, Fuchs wie ich bin, das Ding anschließen, um zu gucken, was das sagt. So, was haben wir denn hier Feines? Jetzt ziehe ich wahrscheinlich genau den verkehrten raus. Und? Ja, ich habe den Monitor erwischt. Sehr gut, danke. So, Batterielader. Ah, okay. Hier zeigt uns das Batterieladegerät direkt an, mit wie viel es lädt. Das sollte ich vielleicht nicht auf den Tisch legen. Dann haben wir hier noch verschiedene Modi, aber die können wir dann wahrscheinlich erst einschalten, wenn wir die an der Batterie dran haben. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich eine Batterie hier, habe keine am Start, ist ja klar, wieso sollte man auch eine Batterie in seinem Wohnzimmer rumliegen haben, aber ich finde es halt cool, dass es ja halt direkt eine Digitalanzeige hat, weil wenn man diese normalen Ladegeräte hat, hier zum Beispiel, diese Winterladegeräte, da wird einem ja gar nichts angezeigt, das kann man ja vollkommen vergessen, die hatte ich vorher immer an all meinen Autos drin, aber da ich jetzt ein bisschen ruhiger geworden bin, habe ich mir gedacht. Aber ein Batterieladegerät sollte man schon zu Hause liegen haben. Ich finde es schon nicht schlecht, dass es halt bis 140 Amperestunden ist. Die verschiedenen Modi muss ich mich halt noch reinfuchsen, was man da machen kann. Jetzt habt ihr das Batterieladegerät, ich sage zu oft M, jetzt habt ihr das Batterieladegerät mal gesehen. So sieht das Ding aus, das Evo 4 Plus. Oder Evo 4.0 Plus. Ist ganz nice. Hat nicht viel gekostet. Ich glaube, lass mich lügen. 23 Euro vielleicht? 21 Euro würde ich sagen. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Verlinke das Ding auf jeden Fall natürlich. Und lasst mir einen Daumen da. Oder auch nicht. Ne? Bis denn dann. Ciao.